Hallo, herzlich willkommen. Teil 4.1, heute ein kurzer Teil. Es geht um die Referenzkurve. Was es damit auf sich hat, was wir damit anstellen können, bleibt dran. Einmal ganz kurz vorweg, was ist überhaupt die Referenzkurve? Die Referenzkurve ist irgendwann vor Monden, Mitte der 90er Jahre, von der Zeitschrift Auto HiFi in Verbindung mit der Firma Hamann entstanden. Das ist grob gesagt ein Frequenzverlauf, der bestimmt, wie der Frequenzverlauf im Auto sein sollte, damit es harmonisch klingt. Im Auto braucht man ein bisschen Bassanhebung, wir brauchen ein bisschen Hochtonabsenkung, wir können im Auto nicht linear abstimmen, wie zu Hause, das klingt einfach nicht. Und dieses Verhältnis, die Anhebung im Bassbereich, die Absenkung im Hochtonbereich, wie das klingen sollte nach Hamann Auto HiFi, das besagt die Referenzkurve. Bei uns in der Software könnt ihr euch diese Referenzkurve in der Messgrafik anzeigen lassen, auch in der Position verschieben. Und ihr könnt euch die im Frequency Chart, also in der theoretischen Betrachtung, anzeigen lassen. Auch hier kann man die in der Höhe verändern, mit den Button herauf oder runter schieben. Wofür das wichtig ist, dazu kommen wir später noch. Ihr habt also in beiden Charts die Möglichkeit, euch diese Referenzkurve anzeigen zu lassen. Diese Referenzkurve kann man schon mal als sehr guten Anhaltspunkt, als Richtwert nehmen. Wenn man danach einstellt, seinen Frequenzgang im Fahrzeug, dann ist das schon mal nicht ganz verkehrt. Aber die Fahrzeuge sind unterschiedlich. Wir haben kleine, mittlere, große Fahrzeuge, lange Fahrzeuge, die alle eine andere Innenraumakustik haben. Und natürlich die Geschmäcker, die eigenen Präferenzen an den Höreindruck sind natürlich auch unterschiedlich. Von daher ist die nicht allgemeingültig. Man darf jetzt nicht davon ausgehen, es muss so klingen, wie die Referenzkurve das vorgeht, gibt. Im Endeffekt muss es so klingen, dass es euch gefällt. Und damit ihr nicht jedes Mal, wenn ihr was einstellt oder nachstellt, euch erinnern müsst, an der Stelle habe ich ein bisschen mehr gegeben als Referenz und an der Stelle habe ich ein bisschen was rausgenommen, damit es mir gefällt. Aus dem Grund haben wir einen Editor für die Referenzkurve eingebaut. Den findet ihr jetzt unter den Messungen im Messgrafen. Unten links ist der Button dazugekommen, Edit Referenzkurve. Dann geht ein Fenster auf und da kann ich an verschiedenen Stellen im Frequenzgang, kann ich sowohl die Frequenz verändern als auch die Absenkung. Es fängt an bei 20 Hertz, 0 dB. Der Punkt ist fest vorgegeben und alle anderen Punkte kann ich editieren. Ich kann jetzt also sagen, wenn mein persönlicher Geschmack ist, dass ich im Kickbass-Bereich, im Bereich 100, 120 Hertz gerne ein bisschen mehr höre, dann editiere ich das, die 120 Hertz und gehe da auf plus 3 dB, dann sehe ich, meine Referenzkurve folgt dem und ich habe jetzt, wenn ich nach dieser Referenzkurve einstelle, habe ich 3 dB mehr im Kickbass-Bereich. Genauso kann ich den Mitteltonbereich, den Hochtonbereich editieren. Alle Änderungen wirken sich sofort auf die Messgrafik und den Frequenzgangchart aus. Hier haben wir das Gleiche. Gut, soweit der einfache Editor, wie gesagt, Edit Reference Curve, dann könnt ihr die verschiedenen Punkte an der Frequenzganggrafik könnt ihr anpassen. Wenn euch der Hochton immer noch zu viel ist oder der untere Hochton bei 6000 Hertz, dann tragt ihr hier einfach eine höhere Absenkung ein, minus 15 dB und ihr seht, die Änderung wirkt sich sofort aus, 6 kHz, minus 15 dB. Den kann ich auch auf der Frequenzachse verschieben. So, das soweit die grobe Funktion des Editors selber, Frequenz und an diesen Frequenzpunkten die Anhebung oder Absenkung. Dann könnt ihr das Ganze jetzt abspeichern, wenn ihr in den Save-Dialog geht.
könnt ihr als Dateityp Single Preset, Complete Setup, das war immer schon drin, und aber auch Referenzkurve anwählen. Und wenn ihr die Referenzkurve speichert, dann kann die in einer Datei hinterlegt werden. Hier sind also einmal zum Testen an und die sind hier abgespeichert schon von mir. Wenn ihr die unter dem Namen Reference Default abspeichert, dann wird die beim nächsten Starten der GUI automatisch wieder so in die GUI reingeladen. Dann ist das eure Standard Default Referenzkurve. Ansonsten könnt ihr jede beliebigen Namen vergeben und euch verschiedene Referenzkurven abspeichern und später auf gleichem Wege mit der Load-Funktion Referenzkurve auch wieder reinholen. Ich habe jetzt hier mal meine Testreferenz reingeladen und hier komme ich auch jederzeit wieder zurück auf meine Referenz Default. Soweit dazu, das ist relativ einfach. Referenzkurve editieren, laden, speichern. Default Referenz wird reingeladen, sobald ihr die GUI beim nächsten Mal neu startet. Die Default Referenzkurve und würde ich euch empfehlen, als Speicherort auch für eure Referenzkurven zu nehmen. Ihr habt ja automatisch den Ordner Testsignale auf dem Desktop. Der wird automatisch erstellt, sobald ihr die Messfunktionen aktiviert. Und in diesem Ordner Testsignale befindet sich jetzt der Unterordner Reference Curves und da findet ihr die Referenz Default und auch die anderen Referenzkurven, die ihr euch selber ablegt. Die Referenz Default muss auf jeden Fall in diesem Ordner sein, dann wird die automatisch beim Start der GUI reingeladen. Stichwort Flankenmodulation, das heißt in Mehrwegsystemen die Modulation der abfallenden Flanken am frequenzweichen Punkt, am FC, die Flanken so zu modellieren, dass zwei Chassis akustisch sehr gut zusammenpassen. Dabei kann uns die Referenzkurve auch helfen. In aller Regel wird angestrebt eine akustische Trennung von Linquist Wiley 24 dB. Nicht verwechseln mit der elektrischen Trennung, die er in der Aktivweiche einstellt. Wir reden jetzt von der akustischen Trennung. Das heißt, inklusive aller Einbau- und Fahrzeugeinflüsse sollte dabei rauskommen, eine Linquist Wiley 24 dB Trennung. Wie kann uns die Referenzkurve dabei helfen? Ich demonstriere hier einmal kurz, ich habe hier auf meinem Messplatz aufgebaut einen Hochtöner und den messe ich jetzt mit unserem binauralen Messsystem einmal den Frequenzgang. So, der ist ein bisschen grob vorgefiltert. Das ist der Frequenzgang von meinem Hochtöner, der jetzt hier gerade auf dem Messplatz ist. Und jetzt möchte ich anstreben, dass der sich A an der Referenzkurve orientiert, weil das ist mein endgültiges Ziel. Und B möchte ich, dass der auf der abfallenden Flanke einen Linquist Wiley 24 dB Abfall hat. Und aus dem Grund haben wir bei Elite Reference Curves die gleichen Hochpass- und Tiefpassfilter, wie ihr bei den Kanalfiltern habt. Ihr könnt also hier einstellen, filter mir die Referenzkurve bei 2,5 kHz, 24 dB, Linquist. So, jetzt hat meine Referenzkurve genau die Form angenommen, die ich final anstrebe als Frequenzverlauf nur für diesen Hochtöner. Die kann ich mir jetzt auf die passende Position schieben oder ich kann den Pegel des Hochtöners verändern, dass die beiden übereinander passen und ich sehe schon, dass das hier akustisch auf der Flanke sehr, sehr gut passt. Jetzt kann ich in meine Filter gehen und kann den Frequenzgangfehler
Hier oben 8 kHz ein bisschen anheben. So, 8, 1, 2, 3. Breitband ich mal 2,5 dB drauf. Ich mache eine Kontrollmessung. So kann ich also ideal den angestrebten Frequenzgang anhand der Referenzkurve einstellen. Oder ich kann das Ganze wieder vorweg theoretisch machen im Frequenzgangchart. Dafür nehme ich jetzt zunächst mal den Filter wieder raus. Ich fange bei 0 an. Bekannte Technik. Ich kopiere meine gemessene Kurve in den Frequenzgangchart. Copy Reference to Chart. Da habe ich ihn. Ich möchte editieren. Filter 1 und 2. Und kann jetzt die Summe interessiert mich und kann jetzt in die Filter gehen und sehe jede Veränderung, die ich mache, sofort in der Kurve. So kann ich mich zunächst mal sehr, sehr gut theoretisch annähern und kann das Ganze später wieder mit der Messung verifizieren. Inwieweit der tatsächliche gemessene Frequenzgang meinem angestrebten Frequenzgang entspricht. Soweit zwei wichtige Hilfsmittel beim manuellen Erstellen des Setups. Ein großer Schritt in Richtung Auto-Equalizing, der ja immer noch in Vorbereitung ist. Wie gesagt, ein paar Tage brauche ich noch für die Algorithmen dahinter. Zunächst mal soweit für heute. Die Möglichkeit, Referenzkurve editieren zu können. Ihr könnt die Referenzkurve filtern, um einzelne Chassis direkt an die Referenzkurve anzupassen in ihrem Frequenzgang, um die Flanken zu modulieren. Und ja, probiert es aus. Tolle Hilfsmittel, beschleunigt, sehr gutes Einstellen, doch enorm. Ich melde mich dann wieder, sobald die nächste Funktion, und das wird der Auto-EQ, komplett fertig ist. Bis dahin, habt euch wohl, eine schöne Woche, bis demnächst. Ciao. So, und nach dem Abspannen geht es ja immer noch mal kurz ein bisschen weiter. Zunächst die letzte Version 330 Pre, also genau das, wo ich hier mit gearbeitet habe. Aktuell hier unten in der Videobeschreibung der Download-Link, einfach noch mal neu runterladen. Dann habt ihr auch den Editor für die Referenzkurve drin. Und was ich jetzt noch einmal hier demonstrieren wollte, ich habe jetzt hier mal eingestellt, tatsächlich Linkwitz 24 dB 2,5 kHz, also meine angestrebte Kurve habe ich jetzt elektrisch hier eingestellt. Und wenn ich die messe, dann seht ihr, dass die sich doch ganz deutlich von meiner angestrebten Kurve Linkwitz 24 dB unterscheidet. Da sind also hier die akustischen Effekte im Raum und durch den Lautsprecher mit dem Spiel. Und auch wenn ich mir die hier oben auf die rein elektrische, theoretische Betrachtung, dass das doch ganz deutlich abweicht, die Messung von dem tatsächlich meine angestrebte Kurve von der gemessenen Kurve, wie weit sich das doch tatsächlich unterscheidet.
wenn man es rein theoretisch einmisst, ohne es messtechnisch zu verifizieren. So, jetzt aber, ich bin weg, mach weiter, wir sehen uns dieser Tage wieder. Ciao.